Herzlich willkommen zu Brandenburg Gesund. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Nun ist er da, der Frühling. Die Natur hat ihren langen Winterschlaf endlich beendet. Das Thema Schlaf wird in unserer Sendung deshalb eine wichtige Rolle spielen. Wach bleiben lohnt sich, denn das sind unsere weiteren Themen. Schilddrüse, wenn die Hormonproduktion gestört ist. Sensomotorik, Analyse der motorischen Körperfunktionen. Und Schlafmedizin, Atemwegsstörungen und ihre möglichen Folgen. Sie sieht aus wie ein Schmetterling und ist höchstens 60 Gramm leicht. Doch wenn sie nicht richtig funktioniert, kann sie einen Menschen ganz schön durcheinander bringen. Die Schilddrüse. Plötzliche Schweißausbrüche und Gewichtsverlust können die Folge sein. Die Schilddrüse trägt maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Sie produziert ein eigenes Hormon und regelt so die körperliche Leistungsfähigkeit. Das kleine schmetterlingsförmige Organ im Hals ist eine wichtige Steuerzentrale. Wenn es aus dem Takt kommt, dann hat das Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Diese Erfahrung hat auch Sabine Lohr gemacht. Die 38-Jährige leidet seit Jahren unter einer Überfunktion der Schilddrüse. Ständiges Herzrasen und Panikattacken sind die Folgen. Körperlich ist man eigentlich auf Null runtergeschraubt. Also Betten machen, da ist man fix und fertig hinterher. Treppensteigen, schlimm, einkaufen, alles was zu dicht, zu eng, zu viel, zu stressig wird, ist schon alles, könnte man schon explodieren. Nur weg, Ruhe haben wollen. Kein Spaß mehr so am Leben halt. Es sind diese typischen Symptome, die mit einer Überfunktion der Schilddrüse einhergehen. Sabine Lohr sucht heute Rat und Hilfe bei Professor Brink. Um die Krankheit vollständig zu beseitigen, soll hier im Klinikum Ernst von Bergmann das Schilddrüsengewebe der 38-Jährigen verringert werden. Das gelingt den Ärzten durch eine Operation. Doch die moderne Medizin kennt Alternativen, bei denen diese kleine, leicht radioaktive Kapsel eine wichtige Rolle spielt. Das kann man operativ machen, wenn das nicht nötig ist, wie bei ihr, weil keine Knoten da sind und die Schilddrüse nicht sehr groß ist. Dann geht es mit einer Radionukleidtherapie, indem man ihr radioaktives Jod in Kapselform zu schlucken gibt. Und es zerstrahlt die Schilddrüse dann von innen. Merken die Patienten meistens gar nicht, hat den gleichen Effekt wie eine Operation hinter eine kleinere Schilddrüse, die deutlich schwächer arbeitet und diese Überfunktion ist dann weg. Da jede Schilddrüse individuell Jod aufnimmt und verarbeitet, ist es notwendig, die bevorstehende Therapie zu simulieren. Hierzu muss die Patientin eine geringe Menge der zu erwartenden radioaktiven Dosis einnehmen. Aus den Messergebnissen können die Ärzte schließlich die zu verabreichende Menge errechnen. Dank der modernen Medizin sind Heilungschancen für Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen sehr gut. Vieles kann man mit Medikamenten. Häufig reicht schon einfach, dass man Jod den Patienten zu schlucken gibt oder sie sich jodreich ernähren. Es gibt eine ganze Reihe von gut wirksamen Medikamenten, die die Schilddrüsenfunktion beeinflussen. Wenige müssen operiert werden, was dann meist problemlos geht. Doch vor jeder Therapie steht die Diagnose. Mittels einer Ultraschalluntersuchung macht sich der Arzt ein Bild von der Größe und der Form der Schilddrüse. Denn vor allem soll herausgefunden werden, inwieweit sie sich vergrößert hat und ob sich Knoten gebildet haben. Zu den Standarddiagnoseverfahren gehört darüber hinaus eine sogenannte Szintigraphie. Hier steht die Funktion der Schilddrüse im Mittelpunkt. Dann möchten wir wissen, wie stark arbeitet die Schilddrüse und ist eine eventuelle Mehrarbeit, wie typisch bei der Erkrankung, über die gesamte Schilddrüse glatt verteilt oder gibt es einzelne Bezirke, bei Knoten wäre das zum Beispiel sehr typisch, die dann herausleuchten aus der eigentlichen Schilddrüse. Sabine Lohr kann dank dieser und vieler weiterer moderner Untersuchungsmethoden zuversichtlich in die Zukunft blicken. Hier im medizinischen Versorgungszentrum des Klinikum Ernst von Bergmann kommen viele Diagnoseverfahren wie das PET-CT zum Einsatz, die den Ärzten Aufschluss über Art und Fortschritt einer Erkrankung geben. Nur so ist es möglich, den Patienten effektiv, schonend und vor allem erfolgreich zu therapieren. Wir wollen das Thema jetzt noch ein wenig vertiefen und deshalb ist Herr Professor Ingo Brink bei uns. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Wir haben gesehen, welche Auswirkungen die Schilddrüsenüberfunktion für die Betroffenen hat. Noch einmal zusammengefasst für unsere Zuschauer, was sind denn die typischen Symptome einer Überfunktion? Die Schilddrüse ist ja hauptsächlich verantwortlich für den Energiehaushalt und den Stoffwechsel des Körpers, sodass wir auch in diesem Bereich die ersten Störungen aufzuweisen haben. Bei Schilddrüsenüberfunktion schwitzen die Patienten sehr viel, es besteht eine Wärmeintoleranz, sie werden unruhig und nervös, der Puls wird schneller, es gibt gelegentlich Durchfallerscheinungen, Schlafstörungen und insgesamt doch ein relativ starkes Krankheitsgefühl.
Das sind ja jetzt sehr unspezifische Symptome. Woran erkenne ich denn, dass das eine Schilddrüsenerkrankung ist? Das ist relativ einfach. Blut abnehmen, Schilddrüsenhormone bestimmen. Wenn ein zu viel an Schilddrüsenhormonen im Blut vorliegt, haben seine Schilddrüsen Überfunktion, anders entsprechend eine Unterfunktion. Wenn die Schilddrüsenwerte normal sind, dann ist fast auszuschließen, dass die genannten Symptome etwas mit der Schilddrüse zu tun haben. Nimmt dann der Hausarzt die Blutwerte ab oder komme ich dann gleich zu Ihnen in die Schilddrüsenambulanz? Das kann der Hausarzt gut machen, da sind die auch sehr gut geschult. Die werden zusätzlich, die Hausärzte, auch die Schilddrüse noch einmal abtasten, um zu sehen, ob sie vergrößert ist, ob es vielleicht knotige Veränderungen gibt, ob Schluckstörungen vorliegen. Wie wird eine Schilddrüsenüberfunktion behandelt? Muss ich lebenslang eine Therapie bekommen oder wechselt das oder verändert sich das im Laufe des Lebens? Die meisten Schilddrüsenüberfunktionen müsste man lebenslang behandeln. Die Medikamente dagegen sind allerdings nebenwirkungsreich, sodass man sich dann innerhalb von Monaten oder einigen Jahren entscheidet, eine Operation oder eben die Radiotherapie, die wir gerade kennengelernt haben, durchzuführen. Es gibt eine Schilddrüsenüberfunktion, die Basedusche-Erkrankung, die man in 50% der Fälle auch mit Medikamenten allein heilen kann. Und was ist der Unterschied zur Schilddrüsenunterfunktion? Bei der Schilddrüsenunterfunktion passiert das genaue Gegenteil. Der Wärmehaushalt ist so ausgerichtet, dass die Patienten eher frieren. Sie werden Gewicht zunehmen, weil der Stoffwechsel dementsprechend reagiert. Sie werden etwas müde und lethargisch und fühlen sich antriebsgemindert. Dann gibt es ja so die Diagnose von heißen und kalten Knoten. Viele Patienten haben Angst, wenn sie das erste Mal hören. Was steckt denn da eigentlich dahinter und müssen diese Knoten dann immer entfernt werden? Die Worte heiß oder kalt, die klingen relativ dramatisch. Ich denke, das liegt an der Übersetzung aus dem Englischen. Das hat mit der Wärme dieser Knoten überhaupt nichts zu tun, sondern wir prüfen, ob die Knoten so arbeiten wie die normale Schilddrüse oder ob sie stärker arbeiten als das gesunde Schilddrüsengewebe, dann wären das heiße Knoten, sehr stoffwechselaktive Knoten, die dann auch häufig eine Überfunktion auslösen. Oder es sind halt kalte Knoten, die weniger arbeiten als das normale Schilddrüsengewebe, häufig völlig ohne Krankheitsbild. Aber wenn Schilddrüsenkrebs auftritt, dann sind das häufig kalte Knoten, sodass wir uns diese Knoten dann immer sehr genau angucken müssen. Abschließende Frage, wie geht es Frau Lohr heute? Frau Lohr geht es gut. Ich habe mit ihr telefoniert, gesehen habe ich sie noch nicht. Die Blutwerte konnten wir noch nicht bestimmen, aber sie ist, glaube ich, auf einem guten Weg und fühlt sich jetzt schon durch diese Behandlung deutlich gebessert. Vielen Dank, Herr Professor Brinke. Gleich werden wir bei Brandenburg Gesund einen bewegten Zwischenstopp einlegen. Dafür nehme ich Sie mit in einen speziellen Trainingsraum des Präventionszentrums Potsdam. Aber vorher gibt es noch die Neuigkeiten aus der Welt der Gesundheit. In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Sterblichkeit nach Herzinfarkten Experten zufolge um 70% zurückgegangen. Ein Hauptgrund sind schonende, sogenannte interventionelle Behandlungen. Der plötzliche Herztod kann heute unter anderem mittels moderner Defibrillatoren abgewendet werden. Die Zahl der Parkinson-Erkrankungen wächst. Ein Grund dafür ist die steigende Lebenserwartung in Deutschland und die damit verbundene demografische Entwicklung. Derzeit sind bundesweit rund 280.000 Menschen mit Parkinson bekannt. Experten schätzen, dass in Deutschland künftig jährlich rund 13.000 neue Erkrankungen hinzukommen werden. Wenn die Temperaturen steigen, dann werden auch die Zecken wieder aktiv. Im vergangenen Jahr sind weniger Menschen durch ihre Bisse erkrankt. Das meldet das Nationale Referenzzentrum für Borrelien. Es habe etwa 24 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner gegeben. In den Vorjahren waren es im Durchschnitt 30 Fälle. Ob sich dieser Trend 2013 fortsetzen wird, wissen die Fachleute noch nicht. Die von Bakterien verursachte Borreliose ist die häufigste von Zecken übertragene Krankheit. So sieht er aus, der Trainingsraum der sensomotorischen Funktionsdiagnostik. Ich versuche hier gerade auf diesem Wackelbrett zu stehen und ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach. Dies ist aber nur ein Test von vielen anderen. Was nun genau diagnostiziert wird und wem geholfen werden kann, sehen Sie im nächsten Beitrag. Noch betritt Kai-Uwe Kirchner etwas zaghaft die kleine Plattform. Was hier so futuristisch aussieht, ist eine wirkungsvolle Methode zur Bewegungsoptimierung namens Sensomotorik. Überprüft wird die sensorische und motorische Leistung des Körpers. Zielgruppe sind, abgesehen von Krankenpatienten, die Probleme haben mit den Füßen, die einen Hallux Valgus haben oder eben mit den Knien, sind es auch gesunde Menschen, die einfach wissen wollen, wie ihre Körperhaltung ist, die schon im Alltag bemerken, irgendwas stimmt nicht richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, eben, dass ich unsicher bin in meinem Gang, aber auch eben während meiner Arbeit.
Die Sensomotorik hilft dabei, Haltungsfehler festzustellen und eventuelle Schmerzursachen zu lokalisieren. Auf den ersten Blick eine entspannte Untersuchungsmethode. Doch die körperliche Leistungsfähigkeit des Patienten wird auch hier gefordert. Vor allem Balance und das Anspannen der Muskeln sind wichtig. Deshalb ist vor einer jeden sensomotorischen Untersuchung ein Besuch beim Arzt unverzichtbar. Auch Kai-Uwe Kirchner hat sich vorher durchchecken lassen. Der Patient wird körperlich untersucht, das heißt, ich gucke mir den Bewegungsapparat an, ob die Wirbelsäule gerade ist, ob ein Beckenschiefstand vorliegt, ob alle Gelenke frei beweglich sind oder er Schmerzen oder Beschwerden hat bei bestimmten Bewegungen. Basierend auf der medizinischen Untersuchung kann die Therapeutin den Ablauf der sensomotorischen Untersuchung abstimmen. Das moderne Diagnoseverfahren basiert auf dem Prinzip, dass für jede Art der Bewegung die Muskulatur verantwortlich ist. Der Körper überprüft und beeinflusst über Rezeptoren permanent den Zustand der Muskelspannung. Aus Haltungsfehlern werden im Laufe der Zeit Schmerzen. Im Beckenbereich hat man eher Probleme. Da ist eine Seite mehr besser als die andere. Aber auch im Schultergürtelbereich, dass durch die Haltung oder eben durch die Arbeit eine Seite unter Spannung ist, mehr als die andere. Schmerzen in den Gelenken sind oft zurückzuführen auf die Lebensweise. Mögliche Problemstellen können mit Hilfe der Sensomotorik gefunden und analysiert werden. Daraus entwickeln die Sportmediziner eine individuelle und vor allem effektive Therapie für den Patienten. Er hat die genaueste Kontrolle, er hat die Auswertung und nochmal für die Zukunft auch ein paar Tipps im Alltag. Das bekommt man, sage ich mal, im Fitnessbereich so nicht geboten. Da wird meistens nur ein Check-up gemacht und ein kurzer Trainingsplan. Und irgendwann wird vielleicht mal drüber geschaut. Hier ist es so, dass wir wirklich am Kunden dabei sind und ihn mit begleiten. Damit sich der Patient künftig schmerzfrei und sicher bewegen kann. Schmerzfrei und sicher, so wollen wir uns ja alle bewegen, Frau König. Jetzt sieht es ja hier so ein bisschen aus wie in einem Hightech-Fitnessstudio. Was ist denn hier anders? Wir haben die Möglichkeit, mithilfe unserer Geräte eine Testung durchzuführen, bei der die Körperhaltung bewertet wird. Die Körperhaltung setzt sich zusammen aus dem Zusammenspiel von Wahrnehmung, Gleichgewicht und Kraftausgleich. So wird unter anderem getestet, wo sich der Körperschwerpunkt befindet und wird bewertet, ob die Muskulatur im Seitenvergleich symmetrisch ausgebildet ist. Und wer kommt zu Ihnen? Sind das nur gesunde Menschen oder auch Patienten zum Beispiel nach einem Schlaganfall? Unser Angebot richtet sich an die Präventionspatienten, die in unserem Zentrum Vorsorgeuntersuchungen durchführen lassen, eignet sich aber genauso für orthopädische Patienten, die Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Rückens, der Hüfte, vom Knie oder der Füße haben und ist auch für Patienten geeignet, bei denen eine erhöhte Sturzgefahr besteht, wie es bei neurologischen Erkrankungen beobachtet wird. Und was sind die häufigsten Beschwerdebilder, die Sie hier im Präventionszentrum zu sehen bekommen? Häufig klagen die Patienten über Rückenschmerzen, die zum Beispiel durch Fehlhaltung am Arbeitsplatz entstehen. Aber auch Breitensportler wenden sich an uns, die zum Beispiel beim Joggen Beschwerden in den Knien oder an den Füßen haben und durch diese Methode eine Besserung erreichen können. Und werden diese Untersuchungen und Therapieansätze von der Krankenkasse bezahlt? Da es sich um eine sehr neue Methode handelt, gibt es noch keine standardisierten Abrechnungsmöglichkeiten, sowohl bei den privaten als auch bei den gesetzlichen Krankenkassen. Das ist aber nicht ungewöhnlich bei innovativen medizinischen Maßnahmen. Privatpatienten haben allerdings die Möglichkeit, eine Kostenübernahme durch ihre Krankenkasse zu beantragen. Eine persönliche Frage, Frau König, zum Schluss. Jetzt im Frühling, was gehört für Sie zu einer gesunden Ernährung dazu? Am gesündesten ist es sicherlich, saisonales Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, weil es sehr viele Vitamine enthält. Herzlichen Dank. Auch für die prompte Überleitung zu unserem Gesundheitstipp. Fit in den Frühling mit diesem gesunden Shake. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Zuerst schneiden Sie eine Orange in zwei Hälften, damit der Saft besser herausgepresst werden kann. Anschließend zerkleinern Sie eine Banane. Die Größe der Stücke ist nicht wichtig, denn die wandern direkt in den Mixer. Dann den Orangensaft dazugeben und 200 ml Naturjoghurt. Also für alle die ihren Shake nicht so dickflüssig möchten, können auch gerne Buttermilch oder Kefir verwenden.
was ebenfalls sehr viel Eiweiß enthält und sehr sättigend wirkt. Aber das waren noch längst nicht alle Zutaten. In den Mixer kommt noch ein guter Teelöffel Leinöl. Also das Leinöl enthält sehr viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, vor allen Dingen die Omega-3-Fettsäuren, die vor allen Dingen die Zellschäden im Körper verhindern und außerdem entzündungshemmend sind. Sie können auch alternativ neutrale Öle verwenden, die nicht so einen Eingeschmack haben wie das Leinöl, zum Beispiel Sonnenblumenöl etc. Jetzt fehlen nur noch die Karotten. Entweder als Saft, dann sollten es 200 Milliliter sein, es geht aber auch anders. Alternativ zum Karottensaft könnten Sie auch 2 bis 3 frische Möhren verwenden. Beides enthält das wertvolle Beta-Carotin für die zellschützende Wirkung. Nun kommt der Mixer zum Einsatz und fertig ist unser Vitaminshake. Mit wenigen Zutaten und in sehr kurzer Zeit haben Sie sich so einen wohlschmeckenden und vor allem gesunden Drink zusammengestellt. Er eignet sich übrigens auch als vollwertiges Frühstück oder eigenständige Mahlzeit. Na dann, lassen Sie es sich schmecken. Gerade wenn die Natur, so wie jetzt, so richtig in den Frühling startet, fühlen sich viele Menschen müde, frühjahrsmüde. Aber es gibt auch Menschen, die das ganze Jahr über schlecht schlafen und sich schlapp fühlen. Hier im Schlafmedizinischen Zentrum des Klinikum Ernst von Bergmann kann man der Ursache auf den Grund gehen. Hans-Jürgen Kempner schnarcht. Ein weit verbreitetes Problem. Neben seiner Frau leidet Hans-Jürgen Kempner aber vor allem selbst, denn er hört im Schlaf einfach auf zu atmen. Und das viele Sekunden lang, ohne es zu merken. Er leidet an sogenannter Schlafapnoe. Meine Frau hat nachts mich öfters geweckt, weil ich so einen langen Atemaussetzer hatte. Ja, war über eine Minute und sehr laut. Im Schlafmedizinischen Zentrum Potsdam der Poliklinik Ernst von Bergmann soll Herrn Kempner geholfen werden. Die erste Nacht dient der Diagnose. Leiter Dr. Jörg Günther erklärt, wie die Untersuchung abläuft. Ich habe die wesentlichen Befunde jetzt hier zusammengefasst. Die wichtigsten Informationen bietet uns diese Spalte. Sie sehen diese grünen Striche und Balken, die hier auftreten, das sind alle Schnarchgeräusche. Aber zu dem Schnarchen bei diesen Patienten kommen noch die Striche hier in dieser Spalte hinzu. Das sind alles Atemaussetzer. Betroffene wie Hans-Jürgen Kempner bemerken das nicht in der Nacht, sondern erst am nächsten Morgen. Ich war am Tagsüber sehr müde gewesen und sehr schlapp der Körper dadurch, weil man nicht ausgeschlafen war. Und das kann, unbehandelt, zu einer großen gesundheitlichen Gefahr werden. Wir wissen heute, dass das Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Schlaganfall, bis hin zum Herzinfarkt um den Faktor 3- bis 5-fach erhöht ist. Also für bestimmte Patienten, die ohnehin schon eine Risikokonstellation mitbringen, wie stattgehabten Herzinfarkt oder schwer einstellbaren Blutdruck, ist das natürlich ein zusätzlicher gravierender Risikofaktor. Um diesen Risikofaktor zu minimieren, kann, je nach Stärke der Schlafapnoe, eine Beatmungstherapie verordnet oder operiert werden. Gemeinsam mit Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Hans Grundig entscheidet Dr. Günther über die Therapie. Man muss mehrere Faktoren berücksichtigen, die Anzahl der Atemaussätze, das Gewicht, das Alter etc. Und erst dann kann man sich festlegen, ob es eher in eine Richtung Operation geht oder doch eher in Richtung Beatmungstherapie. Herrn Kempner wird zu einer Operation geraten. Im persönlichen Gespräch wird über die Heilungschancen und natürlich auch über die Risiken aufgeklärt. Insgesamt handelt es sich hierbei um Routineeingriffe. Komplikationen können bei einchirurgischen Eingriffen auftreten, wie zum Beispiel Blutung, Nachblutung und Infektion in erster Linie, aber die sind sehr, sehr selten. Die Operation findet unter Vollnarkose statt. Unter anderem mit Hilfe eines Lasers strafft Dr. Grundig das schlaffe Gewebe im Rachenraum. Das hatte Herrn Kempners Atemwege beim Schlafen verengt und zum Schnarchen und den Atemaussetzern geführt. Die Erfolgsaussichten dieser Behandlungsmethode liegen bei ca. 80%. Bei Herrn Kempner ist die Behandlung erfolgreich verlaufen. Nicht nur er ist glücklich. Meine Frau, die hat sich ja beklagt. Ich habe in meinem Gästezimmer geschlafen. Da war sehr extrem laut. Und dadurch, die ganze Familie ist jetzt sehr zufrieden damit. Und ich selber auch. Hans-Jürgen Kempner konnte im Schlafmedizinischen Zentrum Potsdam der Poliklinik Ernst von Bergmann geholfen werden. Insgesamt stehen dort 8 Schlaflabormessplätze für Erwachsene und 2 für Kinder zur Verfügung. Das war unsere 2. Ausgabe von Brandenburg gesund. Beim nächsten Mal legen wir eine besonders saubere Sendung hin. Neben einem Besuch im Augenlaserzentrum und dem Thema Schlaganfall beschäftigen wir uns mit der Händedesinfektion. Bis dahin, alles Gute.